Und damit kommen wir zurück nach Deutschland. Die Landwirte, sie machen weiter mobil, diesmal am Frankfurter Flughafen. Mit mehr als 1500 Traktoren werden sie heute demonstrieren. Geplant ist ja eine Protestfahrt rund um das Gelände. Und für die Reisenden bedeutet das Behinderungen und Verspätungen bei der Anreise zu Deutschlands größtem Airport. Und dabei richtet sich der Protest der Bauern vor allem gegen den Frachtverkehr am Flughafen. So wehren sie sich gegen Billigimporte aus dem Ausland. Und außerdem dürfte die Wut der Landwirte durch den verabschiedeten Bundeshaushalt der Ampel für das laufende Jahr zusätzlich befeuert werden. Damit wurde nämlich auch der schrittweise Abbau der Agrardieselsubventionen nun offiziell beschlossen. Und damit schauen wir direkt an den Frankfurter Flughafen zu Farina Fichtner-Zenker. Farina, du bist seit Stunden ja bereits dort. Wir hören es, also ein massiver Treckerkorso, der sich natürlich lautstark in Szene setzt. Wie ist denn die aktuelle Situation? Ja, laut würde ich mal sagen, man sieht es, also dieser Treckerzug, der scheint gar kein Ende zu nehmen. Es sind wirklich über Tausende von Traktoren und Landwirte hier rund um den Frankfurter Flughafen unterwegs. Das soll sich jetzt, wie gesagt, bis heute Nachmittag noch strecken, diese Rundfahrt. Und hier sind Paroli auf den Treckern zu lesen. Wie ist der Bauer ruiniert? Wird das Essen importiert? Und genau darum geht es heute den Bauern bei dem Protest hier rund um den Frankfurter Flughafen. Die sagen, wir müssen weiter subventioniert werden, wir können so nicht mehr agieren, aber es kann auch nicht sein, dass dann eben die Lebensmittel, die ja hier in Deutschland so dringend gebraucht werden, dann eben eingeflogen werden aus anderen Ländern, weil da die Produktion einfach günstiger ist und dass sich dann der Import überhaupt noch lohnt. So kann es eben nicht funktionieren, so darf es nicht funktionieren, es muss regional hergestellt werden. Und dementsprechend wird hier heute Stimmung gemacht gegen die Politik, gegen die geplanten Streichungen bzw. jetzt ja durchgewinkten Streichungen der Subventionen der Bauern. Man ist sich nicht so ganz sicher, ob das ankommt, aber wie gesagt, der Protest, der ist hier auf jeden Fall nicht zu überhören. Die Passagiere sind gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und sind dementsprechend gut vorbereitet gewesen. Ja, Farina, aber wir haben in einigen Bundesländern Ferien und viele wollen von Frankfurt auch in die weite Welt fliegen. Was hat das denn für Auswirkungen dieser Bauernprotest auch, vor allen Dingen auf die Urlauber? Ja, also es ist so, dass man noch an das Terminal kann. Man muss, wenn man mit dem Auto einreist, definitiv mehr Zeit einplanen. Da nämlich von der A3 und der A5 die Abfahrten schon seit den frühen Morgenstunden heute Morgen um 6 gesperrt sind. Aber immer wieder aufgemacht werden, weil es eben ein bewegter Protest ist und keine Blockade, ganz wichtig. Und auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit der Bahn bzw. mit den ICEs, kann ganz normal angereist werden. Das heißt, es kommt natürlich zu Verkehrsbehinderung, aber man kann ganz normal seine Flüge eben erreichen. Und dem Ganzen steht zum Glück nichts im Weg. Nur die Nerven davor müssen halt strapazierfähig sein, wenn alles ein bisschen länger dauert. Danke, Farina, für den Moment. Du wirst die Bauernproteste rund um den Frankfurter Flughafen für uns natürlich weiter beobachten. Reden wir über die Bauernproteste. Zugeschaltet ist mir nun Jan Harro-Petersen von den Freien Bauern. Guten Tag, Herr Petersen. Guten Morgen, Herr Hedler. Wir haben es also gehört, wir haben es gesehen, auch in den vergangenen Tagen ist die Wut der Bauern weiter zu spüren. Aber der Etat der Ampel für das laufende Jahr ist nun beschlossen. Wie werden Sie also weiter Ihren Unmut äußern? Ja, unsere Proteste werden definitiv weitergehen. Aber zuerst, allererstes mal eine kleine Einwand meinerseits. Also eine nicht erhobene Steuer ist natürlich noch lange keine Subvention. Da muss ich immer mal wieder darauf hinweisen. Wir protestieren gegen eine ganze Reihe von Steuererhöhungen, unter anderem eben auch beim Agrardiesel. So, Sie müssen sich ja mal vor Augen führen, gerade beim Flughafen haben wir das Thema Importe, zum anderen auch ganz klar das Thema Besteuerung von Kerosin. Die Lufthansa hat es ja ganz brüsk abgebügelt, das zu besteuern, weil dann die Wettbewerbsfähigkeit nicht gegeben sei, national. Und das ist bei uns natürlich auch so. Ich habe es mir heute Morgen noch mal kurz ausgerechnet. Wir sind in 24 bei einem Steueranteil beim Agrardiesel dann von 87,2 Cent. Zusammen setzt sich das aus Energiesteuer, der ständig steigenden CO2-Steuer und eben auch aus der Mehrwertsteuer, die auf das ganze Jahr noch mal draufgeschlagen wird. So, das geht so nicht für uns. Wir sehen auch, was in Frankreich passiert. Dort wurden ganz schnell die Dinge zurückgenommen. Und wir haben überhaupt gar kein Verständnis für diese National-Kleinstaaterei in allen Dingen, was Klimagesetzgebung und Umweltgesetzgebung angeht. Wir dachten immer, wir sind ein großer Teil in Europa und brauchen hier dringend eine Harmonisierung.
Aber jetzt sagt Finanzminister Lindner von der FDP, er hat ja alles nachgerechnet, er muss sparen. Da gibt es das Urteil aus Karlsruhe und er kann diese Kürzungen nicht zurücknehmen und auch vor allen Dingen diese Steuervergünstigungen. Glauben Sie denn, dass da dennoch was passieren könnte, weil die Union da jetzt einen Trick angewendet hat im Bundesrat, zumindest die Umsetzung des Etats 24 bis zum 22. März zumindest erstmal zu verhindern? Ja, also das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Ich sage mal auch hohen Wollen zur Kenntnis genommen. Andererseits ist ja die Vertagung auf Ende März. Das heißt ja nicht, sonst im März sind der Bauer die Rüstlein einspannt. Da ist natürlich auch der Hintergedanke, können die Landwirte dann auch so massiv mobilisieren, wie sie es heute tun, das werden wir sehen. Selbstverständlich gehen unsere Proteste weiter, weil es ist ja oft genug gesagt worden, es ist ja ein ganzes Füllhorn an Regularien. Insbesondere der Bereich Bürokratie. Da fühlt man sich erinnert an Abhandlungen. Da ging es seinerzeit um die Privatisierung der DDR. Man sprach dort seinerzeit von Normfallen. Ja, und diese Bürokratie, die wir hier erleben, der Kontrollen, das ist so kleinteilig, dass im Einzelfall eigentlich immer irgendwas gefunden werden kann auf dem Betrieb. Wir kommen da nicht zurecht. Wir können diese Regelung auch nicht nachvollziehen. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt für uns ist, die Landwirtschaft hat ja auch ihre Klimaziele erreicht. So, und bei diesem Thema muss man mal die Frage stellen, ist es denn richtig und sinnvoll, dass man offiziell seine Klimaziele erreichen kann, indem schlicht nichts mehr produziert wird oder weniger produziert wird? Das ist doch grober Unfug. Hier brauchen wir eine deutliche Nachbesserung auch in der Klimaschutzgesetzgebung, weil das Ziel muss ja sein, dass wir hier vor Ort weiter und dann eben nach möglicherweise besseren Prozessstandards produzieren. Die Bauern werden also weiter nicht aufgeben. Herr Petersen, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wir sind natürlich weiter gespannt, wie sich die aktuelle politische Debatte genau um dieses Thema entwickelt wird. Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende und danke für das Gespräch. Danke, Herr Heding.